Hallo, mein Name ist Nils von Mcopter und ich zeige euch heute so ein bisschen was zu Embedded Programmieren. Das Embedded Development Board, eben MQ3000, zeige ich, was man damit alles machen kann. So ein bisschen die Grundlage zum Embedded, wozu. Ist ja ein großes Thema, was ist eigentlich Embedded? Um das mal ganz kurz abzureißen, also jede Maschine, jeder Roboter, jede Drohne, das sind eingebettete Systeme, also das ist ein sehr spannendes Thema. Und da fangen wir jetzt heute mal mit den Grundlagen an. Ja, was kann man jetzt alles mit so einem Embedded-System, Embedded-Board wie dem MQ3000 machen? Man kann damit Sensoren ansteuern und Motoren ansteuern. Also das hier sind klassische Sensoren. Das ist ein Lasersensor, Ultraschallsensor, optische Kamera, optischer Flusssensor. Den kann man hier einfach anschließen und dann kann man die natürlich auslesen, ansteuern. Und die Sensoren sind quasi die Augen von jedem Embedded-System, von jedem Roboter, von jeder Drohne. Und dann kann man verschiedene Funktionen und Prozesse lernen, entwickeln und programmieren. Man kann dann nicht nur Sensoren anschließen, sondern auch Motoren und alles, was einem sonst noch einfällt. Also man kann hier USB-Kabel anschließen und dann mit einem PC kommunizieren. Man kann das Board darüber flashen, also programmieren. Und das zeigen wir jetzt mal alles, die Grundlagen, wie das funktioniert und wie man das nutzen kann. Ja, andere Systeme, was sind klassische Embedded-Systeme, sind einmal die Lieferdrohne. Das ist so unser Klassiker. 11 Kilogramm autonom fliegende Drohne, komplett embedded. Das QCS oder auch solche CAA-Systeme. Das ist auch embedded, das heißt, wir haben da Sensoren, da ist ein Prozessor drauf, derselbe wie hier. Und dann kann man quasi die ganze Logik, die ganze Intelligenz dann auch in so einem kleinen Teil programmieren und auch entwickeln. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen noch in die Details zum Embedded. Also was sind so die typischen Charakteristiken, wenn man Embedded programmiert gegenüber dem normalen Programmieren, zum Beispiel am PC, ist, dass man hier auf einem Prozessor programmiert, den man natürlich erstmal, das ist eine Blackbox in der Regel, also hier, das ist ein ganz schönes Beispiel, nur da sieht man ja, das ist schön schwarz, man weiß nicht, was da drin vorgeht. Da muss man erstmal irgendwie eine Schnittstelle entwickeln. Das heißt, in der Regel ist das seriell oder auch Funk, um dann zu gucken, ob das Programm auch das macht, was man will. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger beim Debugging. Da muss man bestimmte Hilfsmittel haben, also eine Schnittstelle zum PC. Andere klassische Sachen bei Embedded. Am PC ist es ja so, ich starte das Programm, dann läuft das. Am Embedded ist es so, sobald ich den Strom anmache, läuft es. Das heißt, sobald die Drohne Strom kriegt, kann sie auch fliegen, theoretisch. Oder diese Sensoren, sobald ich hier Strom anschließe, läuft das Programm, was da drauf ist. Kennt jeder die Waschmaschine, sobald die Strom anhat, kann man das Waschprogramm starten. Jetzt nochmal kurz zu dem Board hier. Was kriegt man da alles? Was gehört dazu? Also wir haben einmal hier den Prozessor auf einem kleinen Prozessorboard. Das ist dasselbe, was dann auch in der Drohne fliegt oder was man irgendwo anders auch einsetzen kann. Und wir haben hier das große Development Board zum Entwickeln, zum Programmieren mit dem schönen großen Display. Mit den ganzen Anschlüssen hatte ich ja schon gezeigt für die Sensoren, für andere Komponenten, I2C, UART, zwei Cursor-Buttons, eine Reihe von Push-Buttons, einen Potentiometer, Spannungsversorgung 3 und 5 Volt, einen UART, also 4 UART sogar, wo man umschalten kann, welchen man quasi gerade an den PC weitersendet und einer zusätzlichen Pinleiste. Also man hat im Grunde alles, was man braucht zum Entwickeln für Embedded-Projekte. Okay, also jetzt fangen wir an, Software auf das Board zu spielen. Also ein kleines Hello World kennt, denke ich, jeder, der mal programmiert hat. Und ich zeige mal eben, wie einfach das geht und was man da alles zu beachten hat. Also erstmal, wir arbeiten hier mit AVR Studio 32 für 32-Bit Mikrocontroller. Da sind 32-Bit Mikrocontroller drauf mit 512 Kilobyte Flash. Also schon ganz ordentlich. Kann man eine ganze Menge mitmachen. Und als erstes importieren wir jetzt erstmal die Projekte. Also mit dem Board gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielcodes, ganz viel Software zum Programmieren von Drohnen, für Regelungen, für Sensorauslesen, alles drum und dran. Und ich zeige das jetzt mal eben, wie schnell man das gestartet bekommt. Also man geht jetzt hier über General, Existing Project, into Workspace, Next, dann macht man einfach Browse. Auf dem Desktop habe ich die mitgelieferte Software abgelegt. Im neuen Ordner 2 ist das jetzt bei mir, dann einfach, da sind die vier Projekte, die üblicherweise auf der CD mitkommen oder online downzuladen sind. Macht man einfach OK. Dann sehe ich die vier Projekte hier drin und dann mache ich hier einfach nur noch Finish. Und dann habe ich die Projekte in meinem Workspace.
Als nächstes mache ich diese vier Projekte mal auf und zeige mal kurz, also worum es dabei geht. Das erste ist das EMQ Framework. Beim EMQ Framework geht es darum, dass man quasi, es gibt quasi eine fertige, ich sage es mal, Softwarelösung. Und beim Framework ist die quasi so vorbereitet, dass man da dann seine eigene Software einbauen kann. Also das ist quasi der Rahmen des Ganzen zum selber entwickeln. Das gibt es in zwei Varianten. Beim Framework fehlt ein bisschen mehr, ist ein bisschen anspruchsvoller. Beim Basic fehlt ein bisschen weniger. Beim EMQ Control fehlt nur noch der Regler. Das heißt, da kann ich mal kurz reingehen. Da ist im Grunde alles da. Nur man muss quasi den Regler einfüllen. Also hier in diese Funktion schreibt man einen PD-Regler. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die man mal eben in, ich sag mal, 1, 2, 3 Stunden machen kann, um einen eigenen Regler für eine Drohne zu entwickeln, zu programmieren. Das ist ein super regelungstechnisches Lehrbeispiel. Da lernt man auch mal, was ein Regler alles leisten muss. Und das EMQ QCSF ist bei uns die Quadrocopter Control System Flying, also die fertige Version, wo alles drin ist. Da kann man dann auch nachher nachgucken, wenn man mit den anderen Aufgaben nicht zurechtkommt. Und da sind dann alle Funktionen, dass der fliegt, dass der Sensoren ausliest, Höhenmessung, Höhenregelung, Positionserfassung und so weiter. Im EMQ Basic schreiben wir jetzt unser Hello World Programm, damit wir mal sehen, wie schreiben wir hier Text aufs Display und so ein bisschen damit interagieren können. Also wir machen, der erste Schritt, den wir immer machen müssen, ist das Kompilieren. Damit können wir jetzt einfach mal anfangen. Also einfach mal kompilieren. Rechtsklick auf das Projekt und dann Build Project. Dann sieht man hier unten in der Konsole, wie der kompiliert und am Ende weiß man dann, dass es erfolgreich war. So, jetzt klassischerweise beim ersten Einrichten kriegen wir hier so einen Library-Fehler. Der ist relativ einfach gelöst, indem wir hier auf Framework Select 3 was gehen, machen Next. Hier wählen wir die Treiber aus, die brauchen wir aber nicht, die sind alle schon da. Und dann machen wir nochmal Next und Finish. Und nochmal Rechtsklick, Build. Und das müsste es dann gewesen sein. Wenn er am Ende dann schreibt Build Complete, Time Consumed, also eine Sekunde, dann wissen wir, das wurde erfolgreich kompiliert. Der nächste Schritt, den wir jetzt brauchen, ist, wir müssen das mit dem Target, also das ist das Target, den Prozessor verbinden, um den Code von dem PC auf den Prozessor hier zu bekommen. Dazu bringen wir den in den Flash-Modus, das heißt, wir halten diesen Knopf hier gedrückt und drücken den einmal und lassen ihn wieder los. Als drittes müssen wir das Target jetzt hier auch hinzufügen. Dazu gehen wir rechts unten auf Add Target, machen jetzt hier Properties, geben dem Ganzen einen Namen. Wir nennen das jetzt Copter. Auf Details müssen wir dann den Programmer eingeben. Das läuft hier über USB, DFU. Und das Device, also den Mikrocontroller, das ist der AVR UC3A 0512, dieser hier. Etwa. Hier können wir kontrollieren, wenn es richtig ist, kann man hier EVK 1100 auswählen. Brauchen wir jetzt nicht zu machen. Als nächstes machen wir Rechtsklick auf das Target und Programm. Jetzt müssen wir das Flash-File auswählen. Dazu gehen wir hier auf Browse und gehen dann in den Ordner, wo wir kompiliert haben. Das ist unter Debug. Also auf dem Desktop hatte ich das unter Neuer Ordner. Da hatte ich mir die Files hinkopiert. Hier sind dann die vier Projekte. Wir waren im Projekt Basic. Gehen dann auf Debug. Da ist unser Code von heute. Kann man ja immer mal überprüfen, ob die Zeit stimmt. Ja, sieht gut aus. Dann müssen wir hier haken bei Verify Program after Memory after Programming. Das ist einfach nur so ein Check. Start Executing, damit er auch direkt startet, wenn er geflasht ist. Erase Flash bevor Programmen, damit er den Flash nochmal erase und Reset, damit er auch startet. So, dann machen wir nochmal ein OK. Und dann wird es programmiert. Hier unten sieht man es. Und sollte jetzt nicht allzu lange mehr dauern, dann haben wir den Code hier drauf. Jetzt sieht man hier, das Display geht an und er schreibt QCS Basic MCopter. So, okay, also was wir jetzt machen ist, Hello World auf das Display zu schreiben. Dazu erkläre ich erstmal so ein bisschen, wie das funktioniert. Also in der QCSF Main C, das ist quasi Main-Funktion, haben wir einmal die Init, wo die ganze Initialisierung stattfindet. Dann haben wir eine große While-Schleife. Der Vorteil von der While-Schleife ist, dass da wird halt das Hauptprogramm ausgerufen
Und der Vorteil davon, dass es jetzt prozessual hier gemacht wird, im Gegensatz zu klassischerweise auch Betriebssystemen, ist jetzt hier, dass man sicher gehen kann, dass es prozessual, also hintereinander seriell ausgeführt wird. Bei Betriebssystemen hat man ja, weiß man manchmal ja nicht, was gerade passiert. Das ist also hier eher noch so für Einsteiger gut oder auch, wenn man ganz genau sicher gehen will, dass das Programm auch so abläuft, wie man sich das wünscht. So, wir haben hier einmal die Kalibrierfunktion, die nur ausgerufen wird, wenn die Kalibrierung an ist und Engine aus. Und dann haben wir die Align-Funktion, die nur dafür zuständig ist, das Display zu aktualisieren. Und hier ist dann die große Loop, sage ich jetzt mal, mit der Haupt-Sample-Time von 10 Millisekunden. Darin wird dann auch die IMU ausgelesen, das Display aktualisiert und die Telemetrie findet hier statt. Wir gucken uns jetzt das Display an, dazu können wir Steuerung drücken und linke Maustaste und springen dann direkt da rein. Hier sieht man auch schon in dem Display-Modul, My Display, haben wir hier zwei Funktionen, My Write to Display, My Renew Display und eine Set Display, die schon quasi vorgefertigt ist, wo die My Renew Display reinkommt. Und es gibt noch eine weitere Funktion, Renew Display, die man auch nutzen kann, einfach als Beispielcode, damit man mal sieht, wie es so funktioniert. So, mal kurz zu den Ausführungen. Also die MyWrite-to-Display, die Funktion können wir ja mal suchen, wo die verwendet wird. Macht man einfach Search-Project. Hier haben wir das Suchergebnis, ziehe ich mal da hoch. Und dann können wir sehen, das findet zum Beispiel in der API statt. Und zwar in der QSF-Init. Das heißt, das wird einmal ausgerufen am Anfang, das sehen wir hier. Und die MyRenew-Display sehen wir ja schon, die wird hier rausrufen, davon kommen wir aus der Main. Das heißt, die wird alle 100 Millisekunden ausgeführt. Das heißt, wenn man nur einmal was aufs Display schreiben will, macht man es hier hin. Wenn man immer was aktualisieren will, macht man es hier hin. So ist es quasi gedacht. So, jetzt wie funktioniert das Ganze? Das gucken wir uns hier von diesem sprintf ab. Das erzeugt uns einen String. Kopieren wir uns einfach mal hier rein. Wir machen das hier oben erstmal. Zack, da haben wir unseren String. Der String erzeugt, braucht einen Pointer, wo der Speicherbereich abgelegt wird, also der Speicher für den String. Wir haben 20 Zeichen hier. Limitierung maximal haben wir, wenn man sich den Pointer anguckt, 150 Zeichen zur Verfügung. Muss man halt dran denken, sonst überschreibt man den Speicher. Also besser weniger machen, ne? Also weniger Speicher anfordern, also belegen, als man anfordert. Und wir schreiben jetzt hier unseren String rein. Also, hallo M-Copter, hallo Copter. So, den Rest dahinter brauchen wir jetzt gerade nicht. So, und jetzt haben wir einen String angelegt. Jetzt müssen wir den nur noch aufs Display schreiben. Da gibt es die Funktion Write to Display. Die Funktion braucht einmal den Index, das heißt die Zeile, in denen der String kommt. Das kann quasi, das Display hat 4 Zeilen und braucht natürlich den String, das heißt, was soll geschrieben werden. Am Ende Semikolon. Jetzt füllen wir es noch aus. Also wir sagen mal Spalte 1. Ui, das war in die falsche Richtung. Die 1, Komma und das Line D. So. So, jetzt wollen wir kompilieren. Dann müssen wir nur noch Build machen. Jetzt wird unser Programm übersetzt. Dauerte nur 1,5 Sekunden knapp. Und jetzt können wir es flashen. Dazu machen wir jetzt hier, wie gehabt, Rechtsklick aufs Target. Noch drauf programmiert. Und sobald das Display angeht, ist dann unsere neue Software auf dem Copter. Und wir sehen in der ersten Zeile, hallo Copter. So, als nächstes erkläre ich noch ein paar frequently asked questions oder ein paar Probleme, die auftreten können. Der erste ist der Batchship-Error. Der kommt klassischerweise, ich sage es mal einmal vor, wenn man verschiedene Nutzerrechte haben, die dann keinen Zugriff auf die USB-Programmiertreiber hat. Das ist ein Windows-Problemchen, sage ich jetzt mal. Da geht man hier auf das Projekt, dann geht man hier auf Window Preferences, dann geht man hier auf Toolpaths und dann muss man hier New machen. Und dann wählt man quasi den Ordner aus, in dem man das Projekt gespeichert hat, also seinen ganzen Treiber hat. In unserem Fall ist das jetzt auf der Festplatte. Also hier C
x86, Atmel, Flip und Bin. Dann macht man hier nur noch OK und dann macht man Apply und OK. Und dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Mcopter. Drone Tech Experts.